Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute geht es um meine Top 5 Messer von 2016, die ich bisher benutzt habe. Alles klar, viel Spaß mit dem Video. So, das sind meine Top 5 Messer. Ich habe zu Hause noch mehr, aber diese 5 habe ich ausgewählt. Fangen wir doch mal von rechts nach links an. So, das erste Messer, das ich viel benutze, ist ein Mora-Messer, Heavy Duty. Das habt ihr auch schon mal in Videos gesehen, zum Beispiel beim Pfannenwender-Video. Das kommt in einer Kunststoffscheide. Für alle, die es nicht wissen, Mora ist ein schwedischer Messerhersteller, der sehr günstige Arbeitsmesser herstellt. Dieses zum Beispiel kostet knapp 15 Euro. Hat einen Gummigriff, liegt richtig geil in der Hand. Und das ist auf jeden Fall mein Grobmesser, wenn ich mal Angst habe, dass ein anderes vielleicht kaputt gehen könnte oder das Aussehen zu sehr beschädigt, zu sehr Dellen oder so. Denn das tut mir nicht weh, wenn das kaputt geht. Und das benutze ich für alles, wo ich sonst denke, vielleicht ist das nicht so gut. Mora-Messer hat ein Scandi-Schliff. Das bedeutet, hier oben hat es keine zusätzlichen Grat, sondern geht einfach ab dem Zeitpunkt hier zack nach oben durch als Schneide. Ist sehr leicht, kommt gut scharf an, nicht komplett rasierscharf, muss ich sagen, aber gefällt mir sehr gut, das Messer. Das benutze ich immer wieder gerne, vor allen Dingen, wenn es Schnitzen geht und natürlich die Grobarbeiten. Ihr habt auch schon mal gesehen, ein Schwedenfeuer habe ich komplett nur damit gemacht. Den Pfannenwender kann ich also auch damit machen, komplett. Und ja, das Messer möchte ich nicht mehr missen. Das Mora-Messer hat ungefähr eine Klinge von 9,8 cm, ist einschneidig natürlich, hat einen schönen breiten Klingenrücken, wiegt insgesamt so, ja, ich weiß gerade nicht, wie viel es wiegt, sonst blende ich es euch gleich mal ein. Hat nicht ein durchgängiges Metall, das heißt, nur bis hier ungefähr geht das Metallstück hier rein. Dadurch sparen sie sich natürlich Materialkosten, aber das erklärt auch den geringen Preis. So, das nächste Messer, dafür komme ich mal ein bisschen näher an. Das ist das nächste Messer, das ist ein Klappmesser. Das hat man mir aus Italien mitgebracht, das ist ein Hirtenmesser, habe ich mir sagen lassen. Damaszenerstahl, sehr schöne Verzierung und auch der Griff an sich wunderschön. So, wofür nehme ich jetzt dieses Messer? Das benutze ich relativ selten, muss ich sagen, aber dann ganz besonders gerne für Kochen, für Stulle machen, Brötchen aufschneiden etc. Denn es ist höllisch scharf, ein kleiner Piekser, der überall reinkommt und ja, macht mir sehr viel Freude, das Messer. Es war ein sehr schönes Geschenk, über das ich mich bis heute freue. Und ja, das kann ich auch mal in einem Mittelalter-Kontext zum Beispiel tragen, ist nicht ganz authentisch, aber es funktioniert schon. So, das Messer wiegt um die 50 bis 70 Gramm, hat eine Klinge von ja, knapp 6 cm, ist ein Klappmesser, stellt sich nicht fest, hat eine Gesamtlänge von ungefähr 20 cm. Ja, sehr schön. So, das dritte Messer ist mein Haller-Jagdmesser, das habe ich mit am längsten. Ich habe sogar am längsten von den meinen Top 5 Messern. Das benutze ich auch im Mittelalter-Kontext und das ist sehr schön. Es ist rostfreier Stahl, schön scharf, also man kann es gut nachschleifen. 420-10 Stahl, genau. Hier Zebraholz als Griffschutz, der auch sehr als Griff. Das funktioniert sehr gut. Hier richtig schön der Handschutz bzw. Parierstange, kann man ja auch sagen. Ja, das Messer ist sehr widerstandsfähig. Das habe ich schon lange, damit kann man auch Batonen gut schneiden. Also es ist so ein bisschen ein Allround-Messer. Das hatte ich lange, lange Zeit. Und ja, das trage ich immer gern bei mir. Ein schönes Messer, kostet knapp 30 Euro, kann ich nur empfehlen. Zum Haller-Messer brauche ich nicht mehr groß viel sagen. Dazu habe ich mal eine kleine Review schon gemacht. Schaut euch die sonst gerne mal an. Das ist eins meiner ersten Videos. Da sieht man noch so ein bisschen, was ich falsch mache manchmal. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Kommen wir zum vierten Messer. Und zwar ist das Victorinox Rangewood. Das hat eine feststehende Klinge und eine richtig schön große Säge. Top für kleinere Arbeiten. Zum Beispiel das Holz für den Pfannenwender habe ich aus einem dicken Ast damit rausgesägt. Ja, das ist natürlich typisch, was es da alles so gibt. Also das Messer, das feststehend ist, die Säge, dann hier Dosenöffner, Schrittschraubenzieher, Korkenzieher gibt es natürlich auch. Und eine Nähahle, sehr praktisch, hat hier noch so ein kleines rotes Lanyard. Tatsächlich sehr schön gelöst ist das hier vorne. Sehr schön gelöst ist das hier vorne, das ist sozusagen der Block. Klack, man hört's. Man hier drauf und kann es wieder reinfahren. Ja, das kostet ohne Lederscheide, ich habe sie mit Lederscheide geholt, um die 60 Euro. Also ich müsste das jetzt im Kopf umrechnen in Franken, aber 62 Euro, glaube ich, habe ich bezahlt. Und zwar direkt aus Werk.
von Victorinox aus dem Laden direkt, also aus dem Werksladen, sagt man. Und ja, das ist ein sehr schönes Messer, das benutze ich gerne für Kochen oder größere Schnitzarbeiten. Und es macht Spaß. Es ist ein schönes Messer, kann ich nur weiterempfehlen. Ja, das Rangewood steht jetzt aber in dem Sinne auch nur stellvertretend für allgemein Victorinox-Messer. Kommen wir zum fünften Messer. Und zwar ist das fünfte Messer ein Cima 1. Das habe ich aus China direkt bestellt. Hat 15 Euro gekostet. Innerhalb von 2,5 Wochen war es knapp da. War erst ein bisschen skeptisch, 15 Euro, ob das dann auch wirklich vernünftig ist. Aber das ist ein Top-Messer. Das habe ich jetzt schon mehrfach benutzt und ist sehr robust. Es fühlt sich fantastisch in der Hand an. Die Schneide ist rasiermesserscharf. Also ich habe mir schon die halben Haare einfach mal, immer wieder spielt man ja rum, abrasiert. Hier hinten hat es noch so einen kleinen, ja, so eine kleine Öse für ein Lanyard oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich habe es mir hier mit Wellenschliff bestellt, weil ich den einfach gerne mag, um was zu schneiden oder sonst irgendwas in der Richtung. Hier hinten, das ist so eine Art, Rutschschutz. Der ist aber fantastisch geeignet, muss ich sagen, um Funken zu erzeugen. Also nicht die Seite hier, sondern das hier. Das trägt richtig viel ab und ja, die Funken, die fliegen wie Schmitz Katze. Ja, das Messer macht mir richtig Spaß. Es kommt auch in einer schönen Scheide, muss ich sagen, die eigentlich ein bisschen schwer ist, weil da so ein Alu-Teil mit dran ist. Aber gut, kann man abschrauben. Vielleicht stelle ich euch das Messer auch mal einzeln vor, muss ich mal gucken, weil das ist im Moment echt mein Favorit. Ja, das Cima 1 hat eine Klinge von knapp 9,8 cm, ist rostfrei und ja, hat hier aber, deshalb ist es auch relativ schwer insgesamt, also knapp 150 Gramm, eine komplett durchgehend das Metallstück und fühlt sich auch sehr hart und wertig an. Hier die Griffschalen, die kann man zum Beispiel auch abnehmen, um vielleicht Paracord rumzuwickeln oder was einem lieber ist. Alles klar, das waren meine Top 5 Messer für das Jahr 2016 bis jetzt. Vielleicht mache ich dann nächstes Jahr um dieselbe Zeit oder wann auch immer nochmal Top 5 Messer, wenn was Gutes Neues dazugekommen ist, worüber ich euch dann was erzählen möchte. Insgesamt muss ich sagen, dass ich Messer mit feststehender Klinge bevorzuge. Die sind einfach robuster, bei gleichem Preis qualitativ meistens hochwertiger, weil es schwieriger ist, Klappmesser herzustellen, die qualitativ dasselbe aushalten wie ein feststehendes Messer. Deshalb benutze ich Klappmesser meistens für sowas wie Kochen oder so, als kleines Backup-Messer in der Richtung. Ja, verratet mir doch mal, was ihr so über Messer denkt, was eure Top 5 Messer sind und worauf man beim Messerkauf eurer Meinung darauf achten sollte. Denn ich habe ja gerade ein kleines Video darüber gemacht, was gute Anfängermesser sind. Und alle Messer, die ihr da gesehen habt, bis auf jetzt vielleicht das aus Italien, sind Anfängermesser und gut für Anfänger geeignet. Und in einer erschwinglichen Preisklasse. Als Folgevideo zu diesem meine Top 5 Messer Video werde ich auf jeden Fall noch zwei Videos machen, und zwar einmal, wie pflege ich meine Messer und wie schärfe ich meine Messer am besten nach. Da werde ich dann wahrscheinlich zu Hause am Tisch sitzen oder vielleicht finde ich mal eine Bank draußen, aber dafür sollte man über längeren Zeitraum sitzen und so eine Art Tabletop Video draus machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert mich, denn so verpasst ihr kein Video mehr und wir sehen uns beim nächsten. Also bis dahin, tschüss, tschüss.